Tagesordnungspunkt 10 und ich rufe als nächstes auf Tagesordnungspunkt 14, Festlegung von Schlüsselprodukten in der Landeshauptstadt Dresden. Hier gibt es eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften. Es gibt darüber hinaus einen Änderungsantrag des Oberbürgermeisters selber und es gibt einen Ergänzungsantrag interfraktionell, Linke, Grüne, SPD. Ich würde zunächst fragen, wer bringt den Ergänzungsantrag interfraktionell ein? Frau Hatzenhoff, bitte. Grüne Linke, soweit ich weiß. Ja. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister. Also auf dem Ergänzungsantrag steht es richtig drauf, in der Übersicht steht es falsch, aber vielen, vielen Dank. Die SPD ist abgespalten, ich nehme das zur Kenntnis. Nein, wir machen das heute nicht britisch, keine Sorge. Also Frau Hatzenhoff, Entschuldigung, dass ich Ihren Redestart etwas verzögert habe. Ja. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, unser Änderungsantrag greift unsere Schlüsselprojekte der Kooperation in der aktuellen Haushaltsaufstellung auf. In Punkt 1 geht es um unser Schlüsselprojekt Open Data. Wir wollen, dass die Verwaltung ihre Daten der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, sie informiert. Dazu gehört sowohl das Format, was wir in Punkt 1 beantragen, als auch eine Übersicht als Auffindehilfe, eine Übersicht über sämtliche Produkte, dass man einfach sich eventuell durchfinden könnte, wenn man sich als Bürger für den Haushalt interessiert. Im Punkt 2 geht es uns tatsächlich um die Stärkung der örtlichen Ebene. Ich bitte Sie, diesen Antrag auch wirklich nochmal zu lesen. Es ist nicht das, was ich mir an der Stelle wünsche, nämlich dass man wirklich sagt, man bereitet den Haushalt schon auf, wie ich mir das am liebsten vorstelle, entsprechend der örtlichen Gliederung, sondern wir gehen hier einen kleinen Schritt. Und ich habe ehrlich gesagt auch mit der Verwaltung dazu gesprochen und ich muss ehrlicherweise sagen, die sagen immer noch, es ist nicht leistbar. Aber wenn wir hier sozusagen darüber nachdenken, dass Verwaltungsarbeit effektiv sein muss und wir nicht zu viel Aufwände für die Verwaltung kreieren dürfen, dann möchte ich das Augenmerk darauf richten, dass die Verwaltung eben auch nicht nur die Kämmerei ist, sondern, und darauf weist Herr Brauns auch immerhin, wir sind auch Teil der Verwaltung. Und ich muss echt sagen, also für mich ist es eine Entlastung, wenn der Haushalt in den Ortsbeiräten vorgestellt wird, und Ortsbeiräte zum Beispiel auch sagen können, was ist aber jetzt mit der Kita? Wird die jetzt gebaut oder ist die nicht eingestellt? Das entlastet mich als Stadtrat, weil ich einfach weiß, okay, da kommt keiner, wenn es eigentlich schon zu spät ist und wir müssen das irgendwie noch berücksichtigen, sondern ich weiß, der Sachverstand der örtlichen Stellen wird hier sozusagen genutzt. Und deswegen haben wir das auch sehr weich formuliert. Also hier steht in wesentlichen Punkten, das ist ein großer Ermessensspielraum für die Kämmerei. Es steht auch nicht darin, dass sozusagen jedem Ortsbeirat irgendwie eine Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt werden muss. Ich kann mir einfach vorstellen, dass ein Verwaltungsmitarbeiter in die Ortsbeiräte geht und das vorstellt und dort wirklich nur die wesentlichen Sachen vorstellt. Konsumtiv ist auch deswegen drin, weil eben die Erneuerung von Straßen eben nicht unter Investitionen fällt und das für die Ortsbeiräte aber unter Umständen auch ein wichtiges Thema ist. Also ich bitte hier einfach darum, sich sozusagen diesem Änderungsantrag wirklich zu nähern. Und zu dem Punkt, die Verwaltung ist nicht nur die Kämmerei, bitte ich auch um Ihre Zustimmung zu dem dritten Punkt. Wir ergänzen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Schlüsselprodukte um einige, und da gebe ich zu, da haben wir uns echt Mühe gegeben, sozusagen das auch nochmal zu reduzieren. Also wir haben am Ende immer noch eine Reduktion zu dem, was jetzt ist. Aber wir sind halt mit einer anderen Matrix drüber gegangen als die Verwaltung. Die Verwaltung ist drüber gegangen mit, wir müssen reduzieren, wir müssen unseren Aufwand reduzieren.
Und im Ausschuss hatte ich gefragt, warum fällt zum Beispiel im Umweltbereich, dazu gibt es jetzt auch den Änderungsantrag des Oberbürgermeisters, warum fällt im Umweltbereich eigentlich das Produkt Klima weg und Friedhofswesen ist drin? Und mir wurde halt gesagt, das kam aus den Geschäftsbereichen. Jetzt erfahren wir, dass das sozusagen nicht so war, dass sozusagen selbst dort eine gewisse Unsicherheit ist. Wenn man in die Begründung guckt, würden die Schlüsselprojekte damit begründet, dass man eine Steuerungsfähigkeit erreichen möchte. Und da möchte ich Sie einfach auch bitten, dann muss man auch die Steuerer fragen, und das sind wir. Und wir sind da durchgegangen und haben gesagt, diese Produkte, schauen Sie sich sie an, brauchen wir zur Steuerung. Und ich finde es ein bisschen absurd, wenn Sie uns das jetzt abschneiden und sagen, also über einen Haushalt, über den wir entscheiden müssen, auch über die Produkte, das dürft ihr nicht sehen, das machen wir nicht transparent, sondern das kriegt ihr erst auf Nachfrage. Eine andere Entscheidung ist das an der Stelle nicht, sondern einfach macht es die Verwaltung von sich aus oder müssen wir Stadträte das nachfragen. Und deswegen bitte ich Sie einfach, dass Sie sich diesem Änderungsantrag nähern und dem Ganzen zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Angemeldeten Redebedarf sehe ich noch von Herrn Engemeyers. Herr Blümel ist ja auch noch drin. Herr Blümel wäre sonst in der CDU-Fraktion wären die Ersten und dann wäre Herr Engemeyer der Nächste. Bitte sehr. Ja, ich habe das Logo jetzt nicht verändert wegen Urheberrechten und so weiter, Sie wissen schon. Schlüsselprodukte. Ordnung ist heutzutage meist dort, wo nichts ist, vom Recht. Oder wie das Weglassen von Informationen andere verständlicher macht. Wir haben heute hier die kuriose Situation, dass eine Vorlage verspricht, bestimmte Ziele zu verfolgen. Diesen aber, und das will ich versuchen darzulegen, diametral entgegengesetzt ist. Sie verfolgt nämlich die Annahme, dass der Haushalt verständlicher wäre, indem man bestimmte Informationen weglässt. Informationen, wo zum Beispiel auch Erläuterungen drunter fallen. Dass Zahlen verständlicher würden, wenn man sie nicht für einzelne Strukturen aufschlüsselt, sondern sie gruppiert für ganze Amtsbereiche, Geschäftsbereiche, wie auch immer, darstellt. In der Begründung heißt es, es sollen nur noch jene Daten im neuen Haushalt stehen, welche eine politische oder eine Steuerungsrelevanz haben. Und ich will einen einfach mal kurz noch mal vor Augen führen, was alles drin bleibt, was rausfällt. Wir sehen hier als Beispiel, gestern wurde Kritik geübt, wir wissen nicht, wo wird die Stadt alles vertreten, was kostet das, was ist das für Aufwand. Im Haushalt steht's. Bisher. Im Geschäftsbereich 1 zum Beispiel, für uns insbesondere sehr wichtig, der zentrale IT-Haushalt. Das ist zum Beispiel die Erläuterung nach § 17 6 KMHV Topic. Genau diese Erläuterung mit viel Text, mit einzelner Aufschlüsselung, was wird gemacht, was kostet es, warum, die wird in Zukunft einfach nicht mehr da sein. Es sei denn, wir fragen danach. Im GB2, welche Grundstücke veräußert die Stadt? Auch Tabellen wie, was ist denn der Anteil der Personalkosten an solchen Veräußerungen? Wie effizient arbeiten wir in diesem Bereich? Was für gesamtkassenwirksame Einnahmen haben wir? Wichtiges Steuerungselement, Grundstücksverkäufe. Zukunft? Nicht mehr nötig. Oder auch im Bereich Ordnung und Sicherheit. Wie viele Bußgelder erhebt die Stadt? Wie viele Parkknöllchen? Wie viele Einnahmen erwirtschaftet die Stadt dadurch? Was ist der Personalaufwand? Und vor allem, wie bewerten wir das politisch? Ist es gut, dass mehr Knöllchen in der Innenstadt verteilt werden? Ist das schlecht? Keine politische Steuerungsrelevanz, kann raus. Museen der Stadt Dresden. Wir haben zuweilen in Kultureinrichtungen Diskussionen, was kosten uns Kultureinrichtungen? Wie hoch sind die Subventionen pro Eintrittskarte? Wie viele Neuerwerbungen gibt es? Was leisten wir in diesem Bereich? Keine politische Steuerungsrelevanz. Unterbringung von Wohnungslosen. Thema. Wie hoch sind die Personalkosten? Wie viele Plätze bewerkstelligen wir? Keine politische Steuerungsrelevanz. Wohnungsbauförderung. Ich nehme es vorweg, keine Steuerungsrelevanz.
Naturschutz, keine Steuerungsrelevanz. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe wirklich, dass Sie diesen Antrag, den Beschlusspunkt 1 insbesondere, ablehnen, des Originalantrages, und uns diese Steuerungsrelevanz erhalten. Denn all diese steuerungsrelevanten Informationen müssen wir uns sonst einzeln erfragen. Und dieser Zusatzaufwand der extra Anfragen, der Bearbeitung dieser vielen Anfragen, der wird das Ziel dieses Antrags völlig ad absurdum führen und wird zu Haufen Verwaltungsaufwand führen. Und all diese Informationen, die Sie gesammelt im Haushalt alle finden, alle Stadträte in Ihren Ausschüssen, die können Sie dann nur noch über die Sortierfunktion von irgendwelchen Anfragen finden. Ich hoffe, Sie begehen diesen Fehler nicht. Danke. Nächster Redner, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Sittel, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will kurz begründen, warum wir diesem Änderungsantrag nicht zustimmen werden, warum wir auch nicht mit Einreicher dieses Änderungsantrages sind. Die Dinge, die in den ersten zwei Punkten genannt werden, darauf gibt es bereits eine Aussage der Kämmerei, sind durchaus machbar, vorstellbar, aber, und das ist der zweite Teil der Antwort, sie erfordern eine längere Vorarbeit und sie sind definitiv nicht für diesen Haushalt mehr zu leisten, weil sie nämlich über das einzelne Erfragen all dieser Dinge in den Ämtern hinaus auch eine deutliche Anpassung der IT-Landschaft der Stadt Dresden erfordern würden, bevor wir solche Beschlüsse fassen. Und da ist uns gerade der Punkt, den wir eben diskutiert haben, eine Warnung. Wollen wir in Zukunft wissen, welche Folgen hat es, wenn wir so etwas beschließen? Was kostet es? Also wollen wir ein Preisschild wissen? Und dann wollen wir wissen, ist der zusätzliche Aufwand, den wir hier generieren, tatsächlich auch notwendig? Bringt er denn auch politisch für die Arbeit in der Stadt deutlich mehr als bisher? Deswegen, wir verschließen uns dem Anliegen nicht, sondern wir wollen, dass dieses Anliegen ordentlich vorbesprochen wird. Dieser Antrag ist in keinem der Ausschüsse vorbesprochen worden. Er ist aus meiner Sicht Thema für einen eigenen Antrag, einen Antrag, in dem man idealerweise aus meiner Sicht im Vorfeld auch mit der Verwaltung, mit den Bürgermeistern, die wir gewählt haben, sich vorher zusammensetzt, genau definiert, was man erreichen möchte, um anschließend nicht im Konflikt, sondern im Konsens hier eine Verbesserung der Situation für uns als Stadträte, für die Bürgerinnen und Bürger und gleichzeitig aber auch für die Arbeit der Verwaltung zu erreichen. Das heißt, das Angebot steht, lassen Sie uns dieses Vorhaben gemeinsam angehen, aber bitte nicht wieder in einer Hauruck-Aktion angeklemmt an eine ganz andere Vorlage, die eigentlich eine Entwicklung abschließt. Und da muss ich einfach auch um Verständnis bitten bei den Kollegen, die jetzt nicht so lange im Stadtrat sind, die ansetzt in dem Zeitpunkt, wo in dieser Stadt die DOPIG eingeführt wurde. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir haben als Stadt inzwischen über 10 Millionen Euro in diesen Prozess investiert und wir haben seit Einführung der DOPIG auch mehrfach Iterationen vorgenommen, Anpassungen an der Art und Weise, wie der Haushalt dargestellt wird. Wir haben erlebt, dass die Haushalte, Doppelhaushalte 13, 14, 15, 16 jeweils anders auf- und dargestellt worden sind. Und das Erste, woran uns allen gelegen sein muss, ist, dass wir den gesetzlichen Vorgaben genügen, die auch vorsehen, dass wir diesen Haushalt in diesem Jahr aufstellen und beschließen. Damit schaffen wir auch Planungssicherheit für all diejenigen, die wir adressieren als politische Empfänger unserer Leistungen. Und deswegen glaube ich, wenn man grundlegende Änderungen an dem jetzt vorliegenden Konstrukt vornehmen möchte, muss man das in einem sorgfältig vorher gestalteten Prozess tun. Zu den Schlüsselprodukten, liebe Kollegen und Kolleginnen, man kann sicherlich darüber streiten, welches denn nun die richtigen Schlüsselprodukte für politische Steuerung sind in dieser Stadt. Aber unzweifelhaft ist, dass die jetzige Anzahl von knapp 300 Produkten tatsächlich keine Steuerung erlaubt oder ermöglicht, weil es einfach eine Unsumme von Produkten ist und jeder, der die über 1000 Seiten des Haushaltes sich bisher angetan hat, wird feststellen, dass man als normaler Bürger, wenn man sich diese drei Bände im Internet herunterlädt, nichts damit anfangen kann. Genau das war aber die Absicht, dieses tatsächlich vernünftiger zu gestalten, damit man sehen kann, bei welchen Themenfeldern gibt denn die Stadt ihr Geld aus.
bei welchen politischen Schwerpunkten werden auch finanzielle Mittel hingelenkt. Und es ist klar und deutlich gesagt worden, es wird keine Information vorenthalten. Man bekommt jede Information als Stadtrat, die man möchte, auch später. Es ist eine Frage dessen, dass wir diese Informationen, die wir momentan bereitstellen, für denjenigen, der von außen kommt, der nicht in diesem Betrieb hier drin steckt, nachvollziehbarer machen, damit er schneller erkennen kann, was tun die da eigentlich, wo fließt die Masse des Geldes hin. Und ich denke, dieser Ansatz ist korrekt und richtig. Und ob es jetzt sinnvoll ist, das Theaterhaus Rudi, die Grafikwerkstatt oder die Jugend- und Kunstschule wieder als Schlüsselprodukt mit aufzunehmen und darüber politisch zu steuern, das wage ich zu bezweifeln. Auch hier gibt es in der Vorlage bereits das Angebot, die Schlüsselprodukte, wenn sie sich denn sozusagen als noch nicht ausreichend erweisen, neu nachzusteuern. Das können wir gerne tun im Zuge der Haushaltsberatung. Aber das, was jetzt vorgelegt ist, ist aus meiner Sicht ein Fortschritt gegenüber dem, was wir bisher haben. Und deswegen werden wir der Vorlage zustimmen. Danke. Ich sehe noch eine Wortmeldung von Frau Harzenhoff. Dann bitte. Ja, ich mache das gleich von hier. Also ich bedauere diese Ansage sehr. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, der Antrag an sich ist nicht in den Ausschüssen gewesen. Aber diese Themen haben wir dort angesprochen. Und wir sehen das einfach als Chance an. Offensichtlich ist der Haushalt doch jetzt noch nicht aufgestellt, weil wir sollen aktuell noch entscheiden, was die Schlüsselprodukte sind. Und Frau Möckel hat eindeutig gesagt, wir können Änderungsanträge stellen, wenn wir andere Schlüsselprodukte hinzufügen wollen. Und sie hat auch gesagt, natürlich habe ich gefragt, wie wäre es denn, wenn wir von der Möglichkeit in der Haushaltsverordnung Doppik Gebrauch machen und den Haushalt örtlich gliedern, hat sie natürlich gesagt, das geht im Moment gar nicht. So. Und wenn Sie sich aber diesen Punkt 2 nochmal anschauen, deswegen sage ich das hier nochmal, er ist nicht in den Ausschüssen, weil wir sehr verantwortungsvoll hier eben diesen Antrag nicht aufhalten wollen. Ansonsten brauchen wir ihn auch nicht mehr beschließen für den aktuellen Haushalt. Wir wollten ihn explizit nicht aufhalten, haben aber angekündigt, dass wir nochmal arbeiten und diesen Antrag hier einbringen. Und ich möchte Sie einfach bitten, das ist nicht der große Wurf, und das ist nicht irgendwie, dass die Arbeit aufhält, sondern es ist einfach eine Chance, jetzt schon zu setzen, dass wir die örtliche Ebene ein bisschen ernster nehmen, als sie bisher genommen wird. Und ich beantrage die punktweise Abstimmung sowohl des Ergänzungsantrages und sollte er, was ich immer noch hoffe, die Mehrheit finden, dann auch nochmal die punktweise Abstimmung am Ende. Dankeschön. Frau Klepsch. Ja, meine Damen und Herren Stadträte, nur eine Anmerkung. Das Amt 43, also die Museen der Stadt Dresden, werden ja seit dem vergangenen Herbst als eigenes Amt geführt und sind insofern als Amt 43 als eigenes Schlüsselprodukt ausgewiesen. Das nur als Hinweis. Ansonsten kann ich die inhaltlichen Änderungen gut nachvollziehen. Herr Engelmann. Genau, ich mache es auch gleich von hier. Ich will noch ein Wort zu der punktweisen Abstimmung sagen. So hat halt jeder die Möglichkeit, den Punkt 1 der Originalvorlage abzulehnen, sozusagen den Haushalt so zu lassen, wie er bisher war und eben nicht jedes Jahr sozusagen seine Struktur und Schlüsselprodukte zu verändern und eben auch die Vergleichbarkeit über die Jahre zu erhalten. Dem Punkt 2 zuzustimmen, der eine Excel-Tabelle uns liefert, einfach zur praktischen Arbeit und nach außen hin die Möglichkeit zur Information über die Schlüsselprodukte darstellt. Den Punkt 3, der zur Beratung in die Ortsbeiräte trägt. Und der Punkt 4, der vor allem diese zentralen Schlüsselprodukte, die wirklich eine Steuerungsfunktion haben, zumindest die drin zu lassen. Wenn Sie dem Punkt 4 zustimmen, dann tun wir immer noch die Schlüsselprodukte eindampfen von 250 auf dann knapp 100, das wird sozusagen immer noch deutlich reduziert. Zumindest das sollten Sie allen Stadträten und der Öffentlichkeit gönnen, aber eigentlich sollten Sie den ersten Punkt der Originalvorlage ablehnen und den Ergänzungsantrag annehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Abstimmungstechnisch ist es so, dass wir zunächst den Ergänzungsantrag interfraktionell haben, der aus drei Punkten besteht, die dann antragsgemäß einzeln abgestimmt werden. Danach käme der Antrag des Oberbürgermeisters, der eine kleine Änderung
des beschlussempfehlenden federführenden Ausschusses hat. Der ist zwar in dem ersten Teil der Änderung, wäre der in dem Punkt 4 des interfraktionellen Antrags drin, aber der zweite Teil aus dem OB-Antrag ist etwas anders. Insofern wäre das ein eigenständiger Punkt. Und danach wäre dann, je nachdem, was davon noch übrig ist, der federführende Ausschussbericht. Gut, dann bitte ich Sie zunächst das Handzeichen, wenn Sie dem Punkt 2 des interfraktionellen Ergänzungsantrages zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 18 Ja-Stimmen bei 29 Nein-Stimmen abgelehnt, ohne Enthaltung. Dann den Punkt 3, wenn Sie dem die die Aussage, dass 18 ein bisschen wenig ist, schließt nicht aus, dass es trotzdem richtig ist. Gut. Ich würde um Ihr Einverständnis bitten, dass wir das ohne den Ritus der Wiederholung einfach nur das Ergebnis nochmal versichern und wir rufen den Punkt 2 nochmal auf und bitte um Handzeichen, wer zustimmt. Gegenstimmen? Und Enthaltung. Ja zu 29 Nein ohne Enthaltung. Genau, ist mit einer knapperen Mehrheit jetzt abgelehnt. Dann den Punkt 3, bitte ich Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 28 Ja-Stimmen bei 28 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir stimmen dann über den Punkt 4 ab und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie dem Punkt 4 die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ja. 28 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen. Ohne Enthaltung ist abgelehnt. Kommen wir dann zum Änderungsantrag des Oberbürgermeisters. Bitte ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 50 Stimmen so beschlossen. Und dann kommen wir zur Schlussabstimmung. In dem so geänderten federführenden Ausschussvotum bitte ich Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen.
Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 30 Ja-Stimmen bei 28 Nein-Stimmen so bestätigt. Wir verlassen damit den Tagesordnungspunkt.